jeden Tag brülle ich mich an diesem Radio heiser. Die Wetterwechsel machen uns ziemlich zu schaffen. Vielleicht komme ich nicht mal durch und das Ding sendet gar nicht. Ich kann kein einziges Wort verstehen, Willard. Hier läuft alles bestens, Sir. Zieh das Ding raus! Los, hoch damit! Sofort ausschalten! Ausschalten! Heda! Ausschalten! Sie sollten sich die Städte zweimal ansehen. Was ist hiermit? Blast ihn weg! Mehr Meteorit gefunden? Ha! Nee, ist schon ein bisschen jünger, Sir. Ist nicht möglich. Billy! Brech die Sprengung ab! Hört ihr? Hört ihr mich? Auf keinen Fall sprengen! Nicht sprengen! Elende Pyromanen! Geschichtsträchtiger Ort hier. Ja, und damit willkommen im Hauptspiel von Tomb Raider 3. Ja, nachdem wir Laras Haus erfolgreich durchwühlt haben, machen wir uns jetzt auf den Weg hier im Hauptspiel. Und es ist natürlich direkt Zeit für den ersten Speicherstand. Mal gucken, ob wir unseren Rekord dieses Mal brechen werden. Wir sind auf jeden Fall im Dschungel in Indien. So, und ich muss erstmal gucken. Ah ja, so habe ich das in Erinnerung. Aber so sieht es natürlich deutlich besser aus. So, gut, wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal, was wird. Was habe ich da gesehen? Warte. Oh, ein paar Bugs. Schön. Obwohl, ich glaube, da sollen wir sogar so ein bisschen durchgucken können, oder? Das soll so ein bisschen Landschaft darstellen. Naja, gut, ich sehe es auch. Ja, hier klingen die Pistolen, glaube ich, wieder wie im Originalspiel, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Da bin ich skeptisch. Ist hier irgendwas? Ich sehe nichts. Gut, ich speichere nochmal. Wir müssen uns ja an unseren Rekord halten. Nein, warte. So, direkt laden. Hier, zum Glück habe ich gespeichert. Machen wir mal anders. Wir machen es mal so. Okay. Ah, Moment. Stimmt, hier sind Affen. Der Counter läuft, so ist es. Hier sind Affen und wenn wir den jetzt abknallen, dann wollen uns die Affen die ganze Zeit umbringen. Deswegen, wir lassen den mal am Leben. Ja, weiß ich nicht. Ich habe keinen Bock hier auf Planet der Affen 2.0. Deswegen, das sparen wir uns. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass hier was war. Gut. Hier ist schon mal was. Und das, was hier war, ist dort. Ja, so eine Scheiße kann ich mir natürlich mal wieder merken. Aber wenn ich mir irgendwas Wichtiges merken muss, dann nicht. Okay, danke, dass ich nicht gestorben bin, I guess. Gut. Let's go. Oh, da wäre noch was gewesen. Scheiße. Ich lade. Vielleicht können wir so ein bisschen tricksen. Ja, nee, das war schon dumm wegen, das war schon allgemein dumm, weil ich falsch gesprungen bin. Vielleicht schaffen wir das noch. So. Oh nee, das wird, glaube ich, nichts mehr. Gut. So werden wir die Alte auch los. Aber ich glaube, da ist nicht mal was, oder?
Oder doch? Doch, da oben, da ist ein Secret. Scheiße. Habe ich meine Prioritäten wieder falsch gesetzt? Oder kommen wir da noch hin? Wir kommen da noch hin. Gut, tolles Secret. Bin froh, dass ich es gefunden habe. Oder so. Muss ich das aufsammeln? Anscheinend. Okay, die Sims sind anscheinend auch in diesem Spiel. Ja. Was soll ich sagen? So. Weiter geht's. Ah, jetzt müssen wir hier tierisch aufpassen. Ha, tierisch, wisst ihr, weil wir die Affen nicht erlegen dürfen. Lustig, lustig. Ja, sonst haben wir hier Feinde. Und wir haben hier sowieso auch Feinde. Oh, Jesus, take the wheel, das wird wieder gut. So, wo ich jetzt hier gelandet bin, fragt mich das nicht. Ist hier nicht... Ich glaube, hier ist's, ne? Wir probieren, ob das funktioniert. Nee, hier ist nicht, okay. Hier ist nicht. Oder doch? Nein, hier ist nicht. Oder doch? Nein, ich glaube nicht. Oder doch? Ich glaube aber nicht. Nee, hier ist nicht. Wir sind schon viel zu weit geschwommen dafür, dass hier ist. Ihr werdet noch sehen, was. Du gehst wieder Wege. Ja, das ist das Problem. Cheaten ohne zu cheaten. Das ist das Problem. Oh, das ist mein Problem mit Open-World-Spielen. Oder zumindest so ein bisschen Open-World. Ich gehe halt irgendwo hin, was mir richtig erscheint. Und am Ende, naja. Ich glaube, hier ist, oder? Nee, hier ist nicht. Hier ist nicht. Wir sind wieder da, wo wir herkamen, oder? Ja, okay, wir sind im Kreis gegangen. Wunderbar. Ja, hier ist nicht. Gut, ich sag jetzt nicht, was hier sein könnte, weil ich spoilere nicht. Aber hier ist nicht. Okay. Ey, du Arsch, gib mir das Minipack. Miststück. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Aber das Miststück hat das Minipack geklaut. Wenn ich den nochmal sehe, ne? Der wird sowas von kalt gemacht. Okay, vielleicht auch nicht, weil der hat das Medipack einfach hier hingelegt. Gut. Notiz an mich. Alles, was ich sehe, wird direkt abgegriffen. Wir lassen nichts liegen, weil hier irgendwelche Mistviehaffen sind. Hier ist, ne? Bin mir ziemlich sicher, obwohl, nee, hier ist auch nicht. Doch, hier ist. Ich zeig euch, was hier ist. Ich wollte nicht spoilern. Hier sind Fische, die uns jetzt verfolgen. Oder auch nicht. Aber das sind Piranhas. Und ja, die wollen die gute Lara aufessen. Ich bin mir sicher, dass sie nicht schmeckt, aber... Na gut, viel Spaß, ne? Wer sie essen will, dann selber schuld, kann ich nur sagen. Gut, hier wollte ich jetzt nicht hin. Ja, was soll ich sagen? Nee, das machen wir nicht. Hier gehen wir nicht lang. Ich lehne mich mal so ein bisschen zurück und ziehe mir das Mikro mal etwas näher zu mir. Dann funktioniert das mit dem Rücken ein bisschen besser. So. Da ist wieder das Mistvieh-Affen-Ding. Ist das das Ding, was ich eben aufgemacht habe? Nee, ich habe das aufgemacht. Okay, damit kann ich leben. Ich finde es auch toll, wie ich das Vieh einfach direkt Mistvieh-Affen-Ding nenne. Aber ich glaube, das passt sehr gut. Okay, die Sims sind anscheinend wieder da. Was geht hier? Ah, ich sehe es schon. Mensch.
Nennt mich Hellseher. Ich finde, das sind durchaus hellseherische Fähigkeiten, die man mir da nachsagen kann. Und nicht, dass ich einfach nur geguckt habe, wo ich hin muss. So. Okay, wir fahren hier Seilbahn. Interessant. Okay. Oh nee, da sind diese Mistviehfische. Und da rechts geht's auch noch irgendwo lang, oder? Oder auch nicht? Wir gucken. Meine Stimme fühlt sich immer noch so komisch an. Also falls ich mich heute irgendwie total komisch anhöre, naja, tut's mir leid, I guess. Aber ich kann's nicht ändern. Ich hoffe nur, ich werde nicht krank. Aber ich gehe eigentlich nicht davon aus. Ich meide die Menschen in der Regel. Obwohl, ich war jetzt echt viel unterwegs in letzter Zeit. Das war alles wieder viel zu viel. Und ich habe wieder direkt gelernt, warum ich die Menschen meide. So. Okay, das klappt nicht, aber das wird jetzt klappen. So. Okay, und wo bin ich jetzt? Was geht hier? Oh, ich weiß, was hier geht. Ja, hellseherische Fähigkeiten. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Und nein, ich kenne dieses Spiel nicht fast auswendig. 9-9. Das sind... Ah, schön, jetzt hier, ne? Ja, mein Sprachassistent hat gerade eine Erinnerung erstellt, die heißt, nein, ich kenne dieses Spiel nicht auswendig. Schön. Vielen Dank dafür. Ich werde diese Erinnerung wahrscheinlich niemals löschen, also... Ich freue mich schon, wenn ich in 10 Jahren mal in diese App reinschaue und dann sehe ich da, dass ich irgendwann mal so eine dämliche Erinnerung erstellt habe. Nette Miezekatze, ja, so ist es. Einfach lovely, das Viech. Boah, das Aha fehlt mir. Es ist so schade, dass sie das hier weggemacht haben, dass sie es rausgenommen haben. Das werde ich dir nie verzeihen. Das ist das Beste im ganzen Spiel. Hier, ich sehe es schon. Nee. Der Affe kriegt es nicht. Sammle ein Medipack auf, bevor es ein Affe tut. Ha, ich hab's gesehen. Das sind wieder hellseherische Fähigkeiten von mir. Ich wusste, dass ich das aufsammeln sollte, bevor es der Affe tut. Und dafür kriege ich direkt hier, ne, Belohnung. Ja, da ist das Vieh. Ich wusste es. Also ich finde, das sind mittlerweile keine Zufälle mehr, dass ich solche Dinge sehe. Das sind hellseherische Fähigkeiten. Also falls jemandem die Karten legen soll, ich werde zum nächstmöglichen... Ja, wo kriegt man solche Karten? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die kriegt man im ganz normalen Bücherladen, oder? Ich werde zum nächsten Buchgeschäft gehen und Karten kaufen. Und dann gibt es hier Streams, in denen ich euch die Karten lege. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich da tun muss und welche Karte für was steht, aber ich glaube, das machen wir dann einfach so der Intuition nach. Habe ich keine Fackeln mehr? Ich habe tatsächlich keine Fackeln mehr, wow. Das habe ich noch nie erlebt. Aber ja, wir werden es dann der Intuition nachmachen. Ich werde einfach interpretieren, was auf dieser Karte drauf ist. Und dann werde ich es euch sagen, ja, was hier passieren wird. Dafür muss man, glaube ich, auch nicht, dafür muss man Hellseher sein, um das nicht gesehen zu haben. Ah, neue Fackeln, schön. Ja, wie gesagt, ne, hellseherische Fähigkeiten und so. Was hast du in der Woche gemacht? Du klingst wirrer als sonst. Das kann gut sein. Ich hatte halt wirklich eine super stressige Woche. Ich habe erstmal meine Eltern besucht, weil meine Mutter wurde vor kurzem operiert. Da dachte ich mir, ja gut, machen wir einen kleinen Krankenbesuch.
Und dann habe ich mir direkt noch 2 Arzttermine auf Montag gelegt. Ach, da ist der Affe wieder. Dann bin ich am Montag in die Stadt gefahren, musste dann zwischen den Terminen noch irgendwie Zeit totschlagen, dies, das. Bin dann einfach durch die ganze Stadt gelaufen, hab mir noch einen Block gekauft und allen möglichen Scheiß. Ich hab mir Leim gekauft, weil an meiner Küche ist irgendwann mal was kaputt gegangen und dann dachte ich mir, ja gut, klebe ich das mal. Hat funktioniert. Und ja, dann hatte ich einfach die ganze Woche Uni und Arbeit und ich war... Ah, schön, hier klingt wieder irgendwas toll. Alles war sehr knapp hintereinander und anstrengend. Und deswegen klinge ich wahrscheinlich wirrer als sonst. Also, falls jemand... Ah, hallo. Falls jemand auf YouTube schaut, vielleicht ist es beim nächsten Mal besser. Aber ich kann auch nicht... Ich kann es nicht versprechen. Ah, jetzt habe ich auf den Affen geschossen. Toll. Kann ich direkt laden. Ja, also deswegen klinge ich wahrscheinlich wirrer als sonst. Weil ich einfach grenzenlos überfordert mit der ganzen Woche bin. Aber morgen habe ich den letzten Uni-Termin für die Woche, morgen früh. Und dann bin ich raus für diese Woche. Aber ja, es war wild. Also wirklich, teilweise, ich bin morgens um gestern... hier kommt die Musik. Ich erinnere mich an diese Musik. Gestern bin ich um 8 Uhr aufgestanden. Nee, früher. Ich bin um 6.55 Uhr aufgestanden, weil um 8 hatte ich Uni. Und dann bin ich, also wirklich bis abends um 10, 11, habe ich einfach durchgearbeitet und für Uni Sachen gemacht und dann wieder gearbeitet. Also gestern war richtig wild. Ja, aber die Woche ist vorbei. Schieß nicht auf die Affen, schieß auf den Affen. Also wir sollen eigentlich auf gar keine Affen schießen, aber... Ja, es gibt gewisse Affen, auf die will man schießen. Das kann ich schon verstehen. Aber ja, gestern ganz, ganz wild. Ich habe den ganzen Tag irgendwie durchgezogen. Aber die Musik ist ganz cool. Hello, please do not kill me, thank you. So. Auch hier kenne ich natürlich die Tricks. Ja, ich kenne die Tricks, wie gesagt. Ja. Auf jeden Fall nach dem Stream heute werde ich auch einfach nur noch schlafen gehen und morgen dann noch zu meiner letzten Vorlesung für die Woche gehen. Und ja, danach gehe ich wahrscheinlich wieder schlafen. So, hier sind so Glühwürmchen, das ist auch irgendwie cool. Ja, das Ganze, die haben das schon echt schön umgesetzt. Ah, hallo. Aber ich find's auch gut, dass du das noch verwirrter als sonst in den Zusammenhang stellst. In dem Moment, wo ich darüber rede, dass ich euch die Karten legen will. Das finde ich auch toll, weil es passt ja perfekt zusammen. Wenn man jemandem die Karten legen will, dann muss man schon relativ verwirrt sein. Deswegen passt doch. Aber das war natürlich nur Spaß. Also ich werde nicht mein Geld für irgendwelche Müllkarten aus dem Fenster werfen. Keine Sorge. Denn man kann das Ganze auch online machen. Ich frage einfach ChatGPT. Ich glaube, das geht da sogar, oder? Warte mal, ich mache das jetzt mal live hier im Livestream. So. Ich sag jetzt einfach, lege mir die Karten. Lege mir die Karten. So. Klar, lass uns Karten legen. Welches Kartendeck möchtest du verwenden? Tarot, Lenormand oder etwas anderes? Und hast du eine spezifische Frage oder möchtest du eine allgemeine Lesung? Okay, wir machen jetzt hier eine Kartenlesung im Stream. Ich hoffe, euch interessiert das auch auf YouTube. Wir nehmen Tarotkarten, das habe ich schon mal gehört. Tarot, keine Frage, keine
hat er gefragt. Keine spezifische Frage. So. Perfekt, lass uns eine allgemeine Tarotlesung machen. Ich werde eine 3-Karten-Legung verwenden. Eine Karte für die Gegenwart, eine für die Herausforderung und eine für die Zukunft. Ich werde gleich 3 Karten ziehen. Bist du bereit? Natürlich bin ich bereit. So, erzähl mir alles von meiner Zukunft. Oh, ich habe anstatt ja KA geschrieben, aber ist gut. Gut, lass uns beginnen. Erstens Gegenwart, die Karte des Schicksals. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich in einer Phase, ja, es ist so viel. Gib mir 5 Minuten. Hier. Dass du dich in einer Phase des Wandels und der Transformation befindest. Ja, das klingt nach mir. Es könnten unerwartete Ereignisse auftreten, die dein Leben beeinflussen und neue Möglichkeiten eröffnen. Es ist wichtig, flexibel zu bleiben und Veränderungen anzunehmen. Ja, jetzt geht's ab, so ist es. So, endlich wird dieser Stream hier mal interessant. Aber ja, für Veränderungen bin ich offen. Ich habe heute Tomb Raider gespielt. Ich habe ein neues Spiel angefangen. Für Veränderungen bin ich offen. So, 2. Herausforderungen. Der Turm. Das klingt auch nach mir. Diese Karte deutet auf persönliche Veränderungen hin. Erschütterungen oder Konflikte, die deine Stabilität herausfordern können. Jetzt wird's spannend. Es könnte sein, dass du mit unerwarteten Hindernissen oder einer Krise konfrontiert wirst. Okay, die Botschaft dieser Karte ist, dass du bereit sein solltest, alle Strukturen loszulassen, die nicht mehr funktionieren und dich auf Neues zu konzentrieren, das daraus entstehen kann. Okay, spannend. Finde ich gut, aber das muss ich mir merken. Zukunft, jetzt wird's ganz interessant. So, der Hierophant. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Diese Karte steht für Tradition, Lehre und spirituelle Führung. Sie deutet darauf hin, dass du dich auf eine Phase der Erkenntnis und des Lernens begeben könntest, in der du nach spiritueller und moralischer Führung suchst. Es könnte auch bedeuten, dass du dich in einer Rolle als Lehrer oder Mentor findest, der anderen Weisheiten und Rat bietet. Willkommen in diesem Stream, kann ich nur sagen. Ja, ich bin es. Ich biete euch Weisheit und Rat. Bitte fragt mich. Ich stehe euch zur Seite. Was soll ich sagen? Ich finde es gut. So, ich habe keine Ahnung, von hier kam ich. Gut. Ja, was soll ich sagen? Ihr seid hier in diesem Stream richtig, wenn ihr nach Weisheit und Rat sucht. Ne? Also, vielleicht sollte ich doch ein Kartendeck kaufen. Aber das ist immer alles so allgemein formuliert. Ja, ich habe mir das gedacht, dass das passiert. Das ist immer so allgemein formuliert, dass man eigentlich im Grunde genommen das auf alles anwenden kann, was im Leben so passiert. Aber ja, ich bin es, euer Mentor, euer Lehrer. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne. Ich bin der neue Dr. Sommer. Und ich werde eure Fragen auch nicht einfach an ChatGPT weiterleiten, damit ich sie nicht beantworten muss. Nein, das werde ich nicht tun. So. Nennt mich Mask, so ist es. Dr. Mask, hello, it's me. Ah, noch ein Löwe, schön. Aber ja, ich bin es, euer Mentor und euer Lehrling. Euer Lehrer. Das Gegenteil von Lehrlingen. Ich liebe so eine Scheiße halt wirklich, ne? Also ich lebe wirklich für so einen Dreck. Das ist ein Tiger echt? Was habe ich eigentlich gerade gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin so müde. Habe ich einen Affe gesagt? Mich würde es nicht wundern. Ich bin so im Kopf abwesend. Löwe, na ja, gut. Ist dasselbe. Damit kann ich leben. Jesus, take the wheel. Ich sterbe. Ich finde, wir sollten das so als festen Bestandteil dieses Streams einfließen lassen. Dass ich, mir einfach jeden Stream irgendwie die Karten legen lasse von ChatGPT. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hallo?
Okay, hier geht's irgendwo hin. Please do not kill me, thank you. Ja, ich glaube das auch. Ich glaube, das müssen wir tun. Es ist halt so unglaublich stumpf, ne? Aber ich liebe stumpf. Deswegen, bei sowas bin ich leider immer voll mit dabei, ne? Ich würde auch zu so einer Wahrsagerin gehen, sage ich ehrlich. Also das ist so... Na gut, ich würde dafür nicht unbedingt bezahlen wollen, das ist das Problem. Aber... an sich, ich würde mir das anhören, was die mir dazu sagen hat. Ein Medipack. Das müssen wir direkt wieder einstecken hier. Unbedingt. Und dann auf Lara ummünzen. Ja, Lara ist auch unser spiritueller Führer. Das müssen wir akzeptieren. Es geht mir tief in meine Seele rein, wie sie jedes Mal da steht und einfach ganz stumpf No sagt. Also, das ist spirituelle Führung für mich. So einen Blödsinn mag ich ja, ich leider auch. Ich mag immer so die dümmste Kacke, die irgendwo existiert. Ah, da ist ein Secret, toll. Komme ich da noch hin? Oh, wir wären von da hinten wahrscheinlich dahin gekommen, ne? Nicht von hier. Oder doch? Probiersen. Okay, wir kommen hier auch so hin. Was ist das? Ich weiß es nicht mehr, aber war das nicht im Original eigentlich grün? Na, Lara, da liegst du gut. Ja komm, wir holen das jetzt nochmal. Na gut, jetzt wird's wieder nix, ne? Aber wir kommen da auch so von der Seite hoch, deswegen ist das nicht so schlimm. Ah. Ich find's aber auch wieder lustig, dass da halt so wichtig, richtig wichtige Sachen, kann ich mir einfach nicht merken, aber mir fällt einfach mitten im Stream ein, dass man sich über ChatGPT die Karten legen lassen kann. Ah. Dafür wurde eine wertvolle Kindheitserinnerung gelöscht. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass ChatGPT einem die Karten legen kann. Irgendwie vermisse ich heute den Engländer. Ja, stimmt, der ist heute noch nicht da. Aber vielleicht schläft er auch schon. Wer weiß. So, jetzt sind wir wieder hier. Mit diesem komischen blauen Ding. Hat sich ja gelohnt. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das ist. Können wir hier irgendwie... Kills, benötigte Zeit, gefundene Secrets. Das ist das sind Kristalle. Okay. Was bringt mir das? Wahrscheinlich nichts, ne? Boah, ich erinnere mich noch, als ich das Spiel hier zum ersten Mal auf dem PC gespielt habe, war das hier komplett schwarz, weil ich mein Gamma so niedrig eingestellt hatte und ich wusste nicht, wo ich hin muss. Ah, toll. Ja, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen und ich dachte mir so, was soll ich tun? Ich sehe nichts. Ja, Affe, jetzt wirst du überfahren. Vor allem überfahren, das macht auch wieder Sinn. Ja, der lebt natürlich weiter. Kein Problem. Ah, das ist ein Secret. Toll. Ah. So. Ich habe übrigens keine Ahnung, was dieser Schalter gebracht hat. Wurde das angezeigt? Nein, oder? Oder doch? Ich kann ihn nicht nochmal drücken. Schön.
Hello. Ist da irgendwas? Nein, oder? Nee. Was machen wir? Ich denke mal, wir gehen hier einfach runter, oder? Ja. Nein, das war dumm. Na, Lara, wir haben das Tor geöffnet. Schön. So. Auf ein neues. Aber wir können einfach hier hoch, oder? Ja. Perfekt. Ist hier jetzt noch ein zweiter Weg? Nee, das ist einfach nur ein Fenster. Aber es müsste, ich bin mir nicht 100% sicher, was es ist, aber es müsste. Da unten ist eine Bergziege, so ist es. Ich habe sie auch schon gesehen. Eine orangene. Ich glaube, das ist eine Albino-Bergziege. Ah, noch ein Secret, schön. Ergibt Sinn, weil sie orange ist, weißt du? So, wenn wir schon hier verwirren, dann machen wir die Verwirrung aber auch verwirrt. So. Geht's hier irgendwo hin? Nein, oder? Das ist eine optische Täuschung. So ist es. Okay. Oh, ich bin schon wieder so fucking müde, ne? Also nach diesem Stream, ich gehe einfach nur noch pennen. Ja, hieran erinnere ich mich auch noch sehr gut. So, du Bergziege. Ach, der rennt weg. Schön. So, okay, ja, hier geht's jetzt dahin, wo wir eben waren. Also das wäre theoretisch ein Ausgang. Für den Fall, dass man... Wo? Du böse Bergziege. So. Na, wir gucken uns das trotzdem an. Für den Fall, dass man sich, dass man irgendwie da oben das Ganze noch nicht abgeschlossen hat. Und jetzt vor verschlossenen Türen steht, kann man hier theoretisch wieder raus. Ich zeige euch das einfach nur kurz. Jetzt sind wir wieder hier. Schön. Ich lade jetzt einfach. Ich bin ein bisschen faul. So. Immerhin haben wir in dem Spiel hier noch nicht gebrannt. Also ich glaube, da haben wir auch schon mal Fortschritte gemacht. Aber ja, ich sollte es vielleicht nicht unbedingt erwähnen, denn sonst prophezei ich es vielleicht herauf. Ich wäre Feuer und Flamme, ja, das glaube ich. Das glaube ich gerne. So. Wo muss ich hin? Ich suche auch wieder die ganze Zeit nach Midi-Packs. Wo? Oh, Moment. Was auch immer hier ist. Ah, das ist nur ein Affe. Gut. Die Musik hat mir schon gereicht. Um einfach nur wegzurennen. Ja gut, den dritten haben wir dann auch noch getriggert. Und hier geht's irgendwo hin. Wow. So, der Affe kriegt das Midi-Pack nicht. Hä? Was ist das? Ach, ein Secret, schön. Und ein Kristall, ja. Beides zusammen. Und was kriegen wir? Fackeln. Schön. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Nee. Was eine Enttäuschung.
Jetzt muss ich hier aber auch noch irgendwie wieder raus, ne? Frag doch ChatGPT, was soll ich fragen? Oh, ist hier ein Sound? Hier ist ein Sound, wow. Ist der neu? Ich hab den noch nie gehört. Ja, hier erste, voll. Mach einfach mal so. Ah, es hat funktioniert, okay. Es ist, als würde ich dieses Spiel auswendig kennen. Ich kann leider mit meiner heutigen Gehirnkapazität nicht dem Gespräch folgen. Deswegen weiß ich nicht mehr, was ich eben gesagt habe und was ich jetzt ChatGPT fragen soll. Oh. Ich finde es auch toll. Manche Leute nutzen das so, um was zu lernen oder für irgendwelche sinnvollen, produktiven Aufgaben. Währenddessen benutze ich AI, um irgendwelche Bilder zu erstellen. Letztens habe ich so ein Tool bekommen, mit dem ich Bilder mit AI gestalten kann. Und ich wusste nicht, was ich damit tun soll. Also habe ich einfach Angela Merkel gemacht, mit einer Krone drauf. Und dann habe ich ihr einfach eine Ente in die Hand gepackt. Fragt mich nicht, wie ich auf sowas gekommen bin. Ich habe es einfach gemacht. Ja, ich habe es danach auch Leuten geschickt. Und alle haben sich nur gefragt, wie bist du da eigentlich drauf gekommen? Ich weiß es nicht. Ja. Manche Leute nutzen dann so halt eben AI, um irgendwas Produktives zu tun. Und ich benutze es, um mir die Karten legen zu lassen. 1A. Aber ich bereue nichts. Sag ich ehrlich. Wo ist der Ausgang ist? Ja, ich habe den Ausgang, glaube ich, jetzt gefunden. Ist jetzt zu spät. Aber ja, was soll ich sagen? Ich weiß einfach, wie man solche Dinge produktiv nutzt für wichtige Dinge. Ja, also was soll ich sagen? Aber man muss auch einfach sagen, Angela Merkel mit einer Krone auf dem Kopf und einer Ente in der Hand ist auch einfach ein Mut, ne? Was soll ich sagen? Also das ist schon... Da muss man erstmal drauf kommen anscheinend. Weil mich einfach jeder, dem ich das gezeigt habe, hat mich halt gefragt, wie bist du da drauf gekommen, das zu tun? Du hättest jede Möglichkeit gehabt und du machst das? So, und ich dachte mir, ja, das ist daraus entstanden, also, ja, was soll ich sagen? Ich kann dazu nicht viel sagen. Außer ich weiß es selber nicht, wie ich immer auf solche Dinge komme. Es passiert einfach. Das kann ich gar nicht beschreiben. Ich würde das Bild halt am liebsten jetzt einblenden, aber ich habe es leider nicht auf dem PC. Ich habe es nur auf dem Laptop und das jetzt rüberzuschicken wird Stunden dauern. Ich habe Fragen, ja, die habe ich selbst auch. Weißt du? Ich wünschte, ich könnte sie dir beantworten, aber ich habe darauf keine Antwort. Es passiert einfach. Ich denke nicht darüber nach. Ich sitze dann da, weißt du, ich habe halt diesen Zugang zu diesem Tool bekommen. Und dann dachte ich mir so, ja, was mache ich jetzt? So, man denkt sich ja immer so, wenn ich das jetzt hätte, dann würde ich dies und das machen. Aber wenn man es dann hat, dann ist man so ein bisschen lost und denkt sich so, ja gut, was mache ich jetzt, ne? Und ja, dann ist das dabei rausgekommen. Ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht, denke ich. Es ist einfach passiert. Vielleicht übertrage ich das irgendwie mal zum nächsten Stream oder so. Dann kann ich euch das zeigen. Das ist ein sehr hübsches Bild. Und als erstes fällt dir Angela Merkel ein. Und du musst überlegen, Angela Merkel mit einer Krone auf dem Kopf, weil du musst es als einen Satz eingeben, ne? Also du musst dann schreiben, Angela Merkel mit Krone auf dem Kopf und Ente in der Hand. Das habe ich da eingegeben. Das war das Erste, was mir eingefallen ist. Ja. Das ist... Ich frage mich echt, was das über mich als Mensch aussagt, so. Manche Leute machen irgendwas Vernünftiges. Und bei mir kommt so eine Scheiße bei raus. Wieso? Ja, frag mich das nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe nicht groß darüber nachgedacht. Es ist einfach passiert. Wieso, warum und überhaupt? Ja,
Gute Frage. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das hier jetzt wieder gefunden habe. Frag mich das nicht. Ah, ich habe eine Tür geöffnet. Schön. Immerhin etwas, ne? Das sieht für mich nach einer Falltür aus. Ist es nicht. Ist hier irgendwas? Nee, kein Secret. Mist. Ich bin aber auch trotzdem froh, dass ich das Bild abgespeichert habe, muss ich sagen. Denn sowas muss für die Nachwelt festgehalten werden. War das die Tür, die ich gerade gesehen habe? Kein Feuer, Mist. Ja, so ist es. Es geht hier. Hebel, gut, ich drücke. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Fackeln, die brauche ich. Was ist das? Nix, okay. Das gefällt mir noch nicht. Ach ja, ja gut, es war die Tür, wie ich es mir gedacht habe. Wo bin ich hier? Ach, da wo ich vorher war, oder? Keine Ahnung, vielleicht habe ich was richtig gemacht. Ich weiß es nicht. Ich würde nicht darauf schwören, aber da ist... Das leuchtet. Weißt du? Das sieht für mich eigentlich gut aus. Aber das könnte ein cooles Thumbnail sein, aber... Weiß ich nicht. Können wir uns hier auch anzünden? Nee, das geht leider nicht. Ich hab's provoziert, es geht leider nicht. Tut mir leid. Kein Feuer. Dafür bin ich jetzt reingefallen. Gut, das war das Instant-Karma. Ich wollte die alte anzünden und dabei falle ich da rein. Gut. Weil das sieht ja krass aus. Ja, ich fand's ganz nett. Rotes Licht. Das war im Original nicht da. Ist schon cool. Ach, hier bin ich. Ja, das habe ich schon mal gesehen irgendwo. Wo, weiß ich nicht, aber... Ich hole mir jetzt erstmal diesen Kristall, glaube ich, weil den werde ich sonst vergessen. Komme ich da überhaupt hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, das ist das. Na gut, ich erinnere mich. Wir schauen uns erstmal hier alles an, bevor wir hier jetzt weitermachen. Noch ein Kristall, das ist ein anderer, oder? Hier sind zwei. Nee, sind's nicht. Ich bin jetzt da. Okay. I mean... Ach, und hier geht es wieder zu den Piranhas. Sehr gut, da werde ich jetzt nicht hingehen, weil ich bin nicht geisteskrank. Aber wir wissen immerhin, dass es da ist. Danke, aber nein, danke. Das muss nicht, weißt du? Wo geht's hier hin? War ich da? Könnte sein.
So, okay, dann gehen wir jetzt mal wieder hier hin. Wir gucken uns nochmal hier unten um. Aber ich denke, hier ist nix. Oder doch? Ich kann hier reintauchen. Aber ich kam nicht von hier, oder? Nee. Okay, Notiz an mich. Hier ist ein Tor. Wie, ich träume heute von Angela Merkel mit Krone und Ente. Weißt du was? Nur dir zuliebe werde ich am Ende dieses Streams noch dieses Bild übertragen. Ich schick's mir irgendwie per Mail oder so. Irgendwie werde ich schon schaffen. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Also für alle, die auf YouTube schauen, das ist im VOD von 25.04. am Ende. Ich wünsche schöne Träume. Das Bild ist wirklich gut, also es ist wirklich lustig. Irgendwie werde ich das schon schaffen, das gleich noch zu übertragen. Kein Problem. So. So. Komme ich hier hoch? Ja, wieso komme ich hier hoch? Ist das so gewollt? Ich weiß es nicht. Anscheinend schon. Ohne Karte, der Kerl. Was meinst du mit Karte? Ich bin verwirrt. Aber eine Karte habe ich nicht, das stimmt. Ich habe aber auch keinen Plan, wo es hingeht, also, ja, was das jetzt gebracht hat, ich weiß es nicht. Im besten Fall ist jetzt das Ding da unten offen. Im schlechtesten Fall habe ich verschissen. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das sagt man so, okay. Redewendungen sind auch nicht meins, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob das mit den Augen, was ich immer sage, überhaupt so passt. Ich sag's einfach immer. Ich denke da auch nicht drüber nach. Oh. Okay. Und hier geht's auch hierher. Und hier war jetzt einfach nur dieser Schalter, oder? Genau. Okay, dann wir gucken. Vielleicht haben wir Glück und das Ding ist jetzt offen. Dann machen wir noch so 5 Minütchen und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Oh, das war knapp. Actually. Ist auf? Ist auf, siehste. Ich weiß einfach, wo es lang geht. Das kann man ruhig so sagen. Das sind die hellseherischen Fähigkeiten. Ich brauche keine Karten. Ich brauche keine Karte. Ich brauche keinen Plan. Irgendwie komme ich an. Ah, hallo. Wie geht's Ihnen heute Abend? Böse Taube. Wow, der hat ja ein richtiges Gesicht mit Mimik und so. So, komm her, Taube. Stirb, Taube. Diese Taube soll woanders hinfliegen. So. Ich glaube, das hier wird, glaube ich, die wirreste Folge, die ich jemals irgendwie hochgeladen habe, oder? Also ich glaube, sie ist auf jeden Fall in den Top 3 dabei. Ich meine, über was wir heute alles geredet haben, das war einfach das Schlimmste teilweise. Oh. Die Woche Pause tat dir echt gut, ja, mental vor allem, ne, das merkt man. Da kommt noch mehr Scheiße aus mir raus als sonst. Aber naja. Ich persönlich find's trotzdem lustig. Bist richtig gut drauf. Ey! Warte. Nee. Das machen wir nicht. Da gehe ich nicht mit.
Ach, hier sind noch die ganzen Sachen. Schön. Jetzt muss ich die nochmal aufheben. Aber ich glaube, ich bin halt nur gut drauf, weil ich müde bin. Also, wenn ich müde bin, dann bin ich noch mehr so als sonst. Ich kann mir, wenn ich nicht müde bin, also wenn ich noch so halbwegs bei klarem Verstand bin, dann halte ich mich, was so manche Sachen angeht, doch noch gut zurück. Aber wenn ich müde bin, dann werde ich richtig schamlos, glaube ich. Also das ist super schlimm. Deswegen am besten niemals Alkohol trinken und müde sein, sonst, ich glaube, das wird eine richtig schlimme Kombo bei mir. Obwohl ich glaube, ich bin immer schlimm, deswegen, also wenn ich halt, dann weiß ich nicht. Das bezweifle ich, ja. Nee. Ah, gut, ich glaube, wir kriegen den Schlüssel nicht vor ihm. Das heißt, wir verfolgen ihn jetzt einfach. Der wird ihn irgendwann ablegen. Gib mir den Schlüssel! Ach, du Mistviech, du. Gib her! Ach. Wir werden ihn jetzt nicht umbringen. Ich bin zu tierlieb dafür. Ich habe nicht die ganze Zeit hier deine Freunde nicht umgebracht, nur um dich jetzt für den Schlüssel zu killen. Dabei war ich doch schnell genug. Müssen wir den killen? Es könnte sein. Ich warte noch mal so einen Moment, aber... Gib her! Ja, der macht einfach die ganze Zeit dasselbe. Na komm. Auf ein neues. Ich gehe jetzt mal ganz an die Seite. Damit ich näher an dem Schlüssel dran bin als der Affe. Nee. Och Mann, ich krieg ihn, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir müssen den Affen wirklich killen. Wir müssen uns jetzt richtig Feinde machen, weil der uns den sonst nicht gibt. Hä? Hab ich den jetzt? Nee, ich habe nur 5 Sammelkristalle. Schön. Stirb, du Mistviech. Was soll ich damit? Na gut. Ich würde auch einfach sagen, an der Stelle machen wir Schluss für heute, oder? Ich glaube, das ist der perfekte Moment. Wir haben einen Schlüssel, wir haben... Wo bist du? Stirb! Wie er sich immer nur kurz zeigt, aber das reicht mir schon. Irgendwann bist du tot, ich sag's dir. Na komm. Ach Mann. Ich glaube, wir haben es zu weit provoziert. Ja, jetzt versteckt er sich da, was ein Miststück. Aha. Da ist irgendwo ein Taubennest. Ich glaube auch, aber das haben wir jetzt ausgerottet. Deswegen, ja, wir machen an der Stelle Schluss für YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Dann werden wir mal gucken, was uns jetzt hier im Matsch erwartet. Und das hier ist so treibsandmäßig. Ja, das werden wir uns angucken. Bis dahin. Tschüss.